Hallo Leute, schönen guten Abend, herzlich willkommen auf Baller Casino. Wenn ihr wissen wollt, was der Unterschied ist zwischen den Held Travel 5 und den neueren Held Travel 6, dann bleibt gerne dran. Das erfahrt ihr in diesem Video. Let's go! So Leute, willkommen zurück. Es geht los. Ich will nicht lang schnacken. Produktvorstellung Held Travel 5 und Held Travel 6. So. Um euch das nahe zu bringen, werden wir mal gleich die Position verändern. Vorher noch einen Schluck trinken. Denn es gibt einiges zu erzählen. So Leute, es geht weiter. Wir haben mal die Perspektive geändert und exemplarisch für jedes Modell Held Travel 5 und Held Travel 6 nehmen wir uns mal einen Handschuh heraus. Nehmen wir mal den rechten jeweils. So, die beiden linken an die Seite. So, hier haben wir den Travel 5, hier haben wir den Travel 6. Erstmal so von der Optik relativ gleich geblieben. Ein paar kleine Veränderungen. Beim 5er haben wir hier eine weiße Naht aufgestickt, auch hier was Weißes dann drauf. Während wir beim 6er hier eine reflektierende Fläche haben. So, die Handgelenk-Feststellung hier sozusagen, diesen Riemen haben beide. Und auch ja, in zweifacher Weise ausgeführt. Polster hier sind beim 6er und beim 5er vorhanden. Das ist annähernd ähnlich geblieben. Auf der anderen Seite, ihr seht es, kleinere Veränderung. Während beim 5er noch alles weiß gesteppt ist mit einer weißen Naht, haben wir natürlich beim 6er alles in schwarz gehalten. Beide haben, jetzt haben wir natürlich die falschen Exemplare genommen. Beide haben hier einen Wischer verbaut am Zeigefinger. Jeweils am rechten oder eher gesagt am linken, Leute, am linken Handschuh einen Wischer verbaut. So, was ist jetzt der große Unterschied noch? Im Praxistest, sag ich mal, hatte ich ja schon berichtet, wer aufgepasst hat, die folgenden Videos. Der Held Travel 5 am Färben wie verrückt, färbt ab das Ding ohne Ende und ja, auch nach mehrmaligen Auswaschen hat sich das nicht geändert. Während in einer Probefahrt der 6er sich als gut passend, praxisorientiert, Belüftung ist auch ausreichend, sage ich mal. Wenn man beim Fahren die Hand leicht öffnet, merkt man, dass da doch leichte Luft einströmt. Also wirklich leicht. Beim sehr heißen Tag. Keine Ahnung, wie das hier so irgendwie gelöst ist, aber man merkt, dass es dann doch schon. Ach, hier haben wir so viele Lüftungslöcher, Leute. Da kommt dann die Luft rein. Das hat der 5er auch. Aber da habe ich es jetzt nicht so gemerkt. Beim 6er ist es doch deutlich zu merken, wenn man die Hand öffnet, dass dann Luft reinkommt, bei geschlossener Hand nicht. So, wir ziehen nochmal den 5er an. Da haben wir auch nochmal Unterschiede. Ich ziehe das Ding mal eben an, Leute. Und zwar der Unterschied ist, was mir immer aufgefallen ist, wenn ihr es hier seht, beim Schließen. Jetzt geht es eigentlich. Jetzt sieht man es nicht so doll. Diese Naht hier ist oft recht
groß oder recht schlecht zu schließen gewesen. Aber jetzt, wenn man sich das so wirklich Zeit nimmt, wenn ich jetzt natürlich schon einen Handschuh anhabe, kann ich diesen Vorgang hier mit dem Finger reindrücken und das dann nicht so ausführen. Da fand ich den passend, tut er auch. Ist ein bisschen größer hier an den Fingerkuppen. Das ist jetzt Größe 11. Der ist an den Fingerkuppen ein bisschen zu lang für mich, Leute. Eingetragen ist er aber auch, der 5er, aber er färbt eben wie verrückt. So, der 6er, meines Erachtens nach, hatte ich denn da auch Größe 11 genommen? Ja, ist auch Größe 11. Aber der Unterschied ist wirklich, wenn ich den einfach so hoch nehme und zuklette, dann legt sich die Naht alleine schon, seht ihr das? Hier, die legt sich alleine schon so hin, wie sie muss. Das ist mir auf jeden Fall zwischen den Handschuhen aufgefallen. Und wie gesagt, wenn man schon einen Handschuh anhat, kann man das nicht mehr so reindrücken. Und das ist wirklich vom Tragen besser. Und auch hier die Finger sind ein bisschen kürzer. Hier ist er auch länger, aber hier zum Beispiel kürzer, hier auch. Also auf jeden Fall der Tragekomfort hat mir beim 6er wesentlich besser gefallen. Und natürlich Totschlagargument. Das Färben, das haben wir beim 6er eben nicht mehr. Ja, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es ja, war ja kein Test oder so, aber meine Meinung hat euch ein bisschen irgendwie weitergeholfen, um euch zu entscheiden. Und der Travel 6, wirklich eine schöne Weiterentwicklung, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut von der Qualität her. Ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt eure Erfahrungen mit ähnlichen Produkten, Travel 5, Travel 6, gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend, Leute. Schaut gerne wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.